ich schaue jetzt erstmal, ob René sich gerade schon fertig macht für die Schule. Oh mein Gott, was ist das denn? René, jetzt wach mal bitte auf, jetzt wach mal bitte auf! Guten Morgen. Oh, was ist denn? Ich bin noch mega müde, also kannst du mich nicht mal in Ruhe ausschlafen lassen? Nein, kann ich nicht, weil du musst schließlich in die Schule. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Du musst in 15 Minuten in der Schule sein. Was? In 15 Minuten? Nee, das geht aber nicht, weil, ich kann heute nicht, weil, ich möchte nicht in die Schule, weil, ich will jetzt nicht sagen, warum, aber ich möchte nicht in die Schule. Also das ist jetzt aber mal wirklich kein Grund, um nicht in die Schule zu gehen. Du machst dich jetzt ganz, ganz, ganz schnell fertig und ich erwarte dich in 10 Minuten, damit ich dich in die Schule bringen kann. Na gut, aber ich will wirklich nicht. Aber, naja, okay, dann muss ich mich ja jetzt, beeilen. Okay. Duschen, Zähne putzen, also beide schaffe ich jetzt nicht. Was soll ich jetzt lieber machen? Egal, Zähne putzen ist nicht wichtig. Einmal ganz kurz unter die Dusche. Oh mein Gott. So, okay, jetzt ab in die Dusche. So, fertig geduscht und weiter geht's, ab in die Schule. Ah, guten Tag, Sohnemann. Möchtest du hier ein Stück Brot? Ja, weißt du was? Gib mir das, in die Hand, weil ich muss jetzt wirklich in die Schule. Ich habe keine Zeit. Sorry, Papa. Bis gleich. Okay. Jetzt habe ich zumindest was zu essen. Jetzt erstmal runter damit. Ah, okay. Das schmeckt schon mal gut, aber das ändert leider nichts daran, dass ich immer noch nicht in die Schule will, weil, naja, es ist einfach blöd da, aber es hilft nichts. Ab in die Schule. Puh, ach, ich glaube, ich habe es jetzt gerade so pünktlich in die Schule geschafft. Schönen guten Morgen, Frau Rockschnieder. Junger Mann, du bist aber mal ganz schön zu spät. Nein, gar nicht. Ich bin eigentlich pünktlich. Gucken Sie mal auf die Uhr. Zu spät, ab in den Unterricht mit dir. Na, das geht ja schon mal gut los. Und das war ja noch gar nicht mal das Schlimme, weil ich weiß ja, was mich gleich erwartet im Unterricht. Aber ich gehe jetzt mal in die Schulklasse. Oh, und da ist ja auch schon der Klassenraum. Naja, dann gehe ich mal rein. Hey Leute, guten Morgen, wie geht's euch? Oh, wen haben wir denn da? Den kleinen Loser haben wir da ja mal wieder. Na, wie geht's dir, Loser? Hey, was soll denn das? Mann, warum nennst du mich immer Loser? Das macht doch gar keinen Sinn, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Oh doch, das werde ich den ganzen Tag. Und weißt du was? Ich werde extra dafür nochmal deinen Namen an die Tafel schreiben. Und zwar in Rot, damit du es auch ganz genau siehst. L-O-S-E-R. Hier, das ist schließlich dein Name, Loser. voll guter Witz. Ach, Mann. Wisst ihr was? Das wird mir jetzt hier echt zu blöd. Ich gehe einfach wieder. Ich lasse jetzt noch meinen Rucksack hier, weil ich gehe jetzt erstmal ganz kurz mir was zu trinken holen. Das ist echt mega nervig mit denen. Oh Mann, jedes Mal dasselbe. Genau aus diesem Grund wollte ich heute Morgen nicht in die Schule, also eigentlich wie jeden Tag. Aber egal, ich gehe jetzt erstmal kurz was trinken. So, dann habe ich mich jetzt schon einigermaßen beruhigt und wir werden schon irgendwann aufhören. Ich glaube, wir haben jetzt ein, zwei Mal so Witze gemacht und dann ist bestimmt auch wieder gut. Das wird jetzt bestimmt alles wieder besser laufen. Ich gehe jetzt mal zurück in den Unterricht, weil gleich müsste auch schon die Schule beginnen. Hey Leute, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da mit meinem Rucksack? Wieso steht der da auf dem Pult und was habt ihr da überhaupt vor? Na, kleiner Loser, wir haben gedacht, dein Rucksack, der hat ein bisschen Durst auf Kaffee und den kriegt er jetzt auch. Hier, guck mal hier. Zack! So, da ist jetzt erstmal schön Kaffee ausgelaufen in deinem Rucksack. Ey, was soll denn das? Mein schöner Rucksack, der ist jetzt wegen euch voll dreckig. Wisst ihr was? Das wird mir jetzt hier alles so blöd. Ich mach den jetzt sauber und geh weg. Ich habe keine Lust mehr auf Schule. Oh Mann, es ist wirklich jeden Tag dasselbe. Jeder Tag in der Schule ist wirklich eine absolute Horrorvorstellung. Ich mach jetzt erstmal meinen Rucksack sauber. So, das kommt in den Müll. Außerdem ist das auch voll Verschwendung von Kaffee. Nur damit die jetzt mir diesen Streich spielen konnten. Ich gehe jetzt einfach nach Hause und sag, dass Schule ausgefallen ist wegen hitzefrei. Oh Mann, ich bin immer noch so wütend, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber egal. Lass mir einfach nichts anmerken. So. Ich hoffe auch wirklich, dass von Papa und Mama keiner gerade da ist. Dass sie jetzt beide gerade auf der Arbeit sind. Und ich jetzt ganz unbemerkt ins Bett gehen kann. Sohnemann, was machst du denn hier? Moment mal.
müsstest du nicht immer noch in der Schule sein? Also, die Uhrzeit, die sagt aber da, dass du noch in der Schule sein solltest. Also, hast du etwa, bist du jetzt einfach abgehauen von der Schule? Nee, Papa. Weißt du, es ist ja heute mega warm und deswegen haben wir hitzefrei bekommen und, kannst du auch gerne nachfragen. Du kannst gerne in der Schule anrufen. Ist, hitzefrei. Es ist ja auch mega warm heute. Aha. Na gut, okay. Also, ja, da muss ich nicht bei der Schule anrufen. Wenn du das schon sagst, dass ich da anrufen könnte, dann wird das sicherlich stimmen. Du willst mich ja sicherlich auch nicht anlügen. Na, da hast du aber mal Glück gehabt. Ich hatte früher in deinem Alter aber nie hitzefrei, auch wenn ich es auch manchmal gerne gehabt hätte. Na, dann würde ich sagen, genieß weiter den Tag. Mach ich, Papa. Ja. Aber Moment mal, Sohnemann. War denn der Schultag ansonsten schön? Hat's Spaß gemacht in der Schule? Hat Spaß gemacht. Ja, war ein guter Schultag. Ganz und gar nichts war an diesem Schultag gut. Also genau genommen wirklich überhaupt nichts, weil das ist wirklich echt der Horror in der Schule. Aber egal. Ich gehe jetzt einfach ins Bett. Ich mache hier alle Lampen aus und verbringe jetzt den restlichen Tag im Bett. So, ich lege mich jetzt einfach ins Bett und ich warte jetzt einfach, bis der Tag vorübergeht. Oh Mann, warum ist es denn so hell? Ich habe vergessen, die Vorhänge zuzumachen. Deswegen ist jetzt die Sonne so hell. Oh Mist, wenn die Sonne schon scheint, dann heißt das ja auch, dass Mama gleich reinkommt und will, dass ich wieder in die Schule gehe. Was soll ich denn jetzt machen? Weil heute gehe ich wirklich auf gar keinen Fall in die Schule, weil nochmal sowas wie gestern erleben möchte ich wirklich auf gar keinen Fall. Das darf ich echt nicht zulassen. Okay, ich muss mir irgendwas überlegen. Okay, ich hab's. Ich werde einfach so tun, als ob ich krank wäre. Das wird schon funktionieren. Ich sage einfach, ich bin krank. Aber ich muss dann auch irgendwie wirklich so tun, als ob ich krank wäre. Also, ab ins Bett. Mir geht's jetzt wirklich ganz, ganz schlecht. Aufstehen! Ab in die Schule! Was ist denn mit dir los? Mama, ich bin krank. Ich bin ganz schlimm krank. Also, ich habe mir irgendwas... Also, ich habe Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und... ganz viele andere Sachen auch noch. Also wirklich alles zusammen. Oh mein Gott, okay, das klingt aber wirklich gar nicht gut. Okay, weißt du was? Dann ruh dich bitte gut aus. Aber du bist wirklich krank, oder? Du nimmst mich jetzt gerade nicht auf den Arm. Weil gestern wolltest du ja auch schon nicht in die Schule gehen. Und das kommt mir irgendwie ein bisschen verdächtig vor. Mama, ich bin wirklich krank. Jetzt glaub mir das doch mal. Ich bin wirklich krank. Also kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich muss mich jetzt auskurieren. Ja, ist ja gut. Tut mir leid, dass du krank bist. Gute Besserung. Oh Mann, na, das hat ja mal gut funktioniert. Also ich guck nochmal, ob sie jetzt weg ist. Aber ja, sie ist weg. Okay. Jetzt habe ich den ganzen Tag frei und kann machen, was ich will. Okay. Was mache ich jetzt? Gucke ich Fernsehen oder lese ich? Nee. Ich setze mich jetzt einfach auf den Sessel und spiele eine Runde. Oh Mann, habe ich das vermisst. Einfach den ganzen Tag nichts zu. Das hatte ich das letzte Mal, als Ferien waren. Und das Beste ist, ich muss mich nicht mehr mit diesen ganzen blöden Leuten in der Schule rumschlagen. Moment mal, höre ich da gerade Schritte? Ich glaube, Mama kommt schon wieder. Oh. Weg hier. Du, Schatz, ich weiß, du willst nur deine Ruhe haben, aber ich habe mir einfach ein bisschen Sorgen gemacht, weil du ja krank bist. Und da wollte ich nur mal fragen, ist es schon besser geworden? Oder soll ich dir vielleicht eine Suppe kochen? Nein, natürlich ist es nicht besser geworden, weil ich bin doch auch erst 2 Minuten jetzt hier im Bett gewesen, seitdem wir uns gesehen haben. Also du musst wirklich am besten mich komplett in Ruhe lassen und nicht mehr ins Zimmer kommen, weil dann kann ich mich am besten auskurieren. Na gut, okay. Also das klingt ja wirklich überhaupt nicht gut, aber wenn ich dir irgendwas machen soll, irgendwas kochen soll, dann sag bitte Bescheid. Oh Mann, das war knapp. Also wirklich um Haaresbreite hat die wirklich fast mich dabei erwischt, dass ich so getan habe, als würde ich krank werden. Okay, aber jetzt ist die Spielkonsole an. Also, ich kann doch wohl jetzt nicht die Spielkonsole da anlassen, ohne dann doch wirklich zu spielen. Okay. Ich setze mich jetzt hier einfach mal auf den Sessel und es wird jetzt schon keiner mehr reinkommen. Ich habe doch ganz deutlich gesagt, dass ich jetzt hier meine Ruhe brauche und dass keiner reinkommen will. Also, ich spiele jetzt einfach eine Runde und werde den ganzen Tag mal genießen. Endlich mal. Das habe ich mir auch wirklich verdient, nach diesem ganzen Stress in der Schule. Unserem Sohn, dem geht's immer noch nicht so gut. Der ist immer noch ganz, 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 ganz doll krank. Also ich glaube, der wird wirklich den ganzen Tag flach liegen. Oh Mann, also das ist ja wirklich überhaupt keine gute Neuigkeit. Aber weißt du was? Also, wir haben doch hier diesen neuen Smoothie-Kühlschrank. Die sind doch total gesund. Wenn er vielleicht einen Smoothie trinkt, dann geht's ihm vielleicht schon wieder besser.
Das ist ja wirklich eine gute Idee. Okay, weißt du was? Dann bring ihm mal so einen Smoothie. Ja, werde ich tun. Also, dem wird es schon gleich wieder besser gehen. Sohnemann, ich weiß, du bist krank, aber... was ist das denn? Ich dachte, du bist krank. Papa, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Ich dachte, ihr wolltet mich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Ja, ich bin auch krank. Ich wollte mich nur ablenken. Papa, du wolltest dich gar nicht ablenken. Du hast nur so getan, als würdest du krank sein. Weißt du was? Ich wollte dir eigentlich einen Smoothie bringen, aber den kannst du jetzt schön vergessen, weil den brauchst du ja gar nicht, weil du ja offensichtlich gar nicht krank bist. Du kannst jetzt erstmal schön in die Schule gehen. Ich will aber nicht. Ich will aber wirklich nicht in die Schule, weil, weißt du was, es ist doch voll blöd und... Keine Widerrede. Du gehst jetzt sofort in die Schule oder ich werde das der Schule sagen. Nein, weil dann krieg ich einen Schulverweis. Okay, weißt du was? Ja, dann gehe ich halt in die Schule. Meinetwegen. Oh Mann, das ging komplett nach hinten los. Ich dachte wirklich, ich komme damit durch, aber es war auch klar, dass ich irgendwann dabei erwischt werde. Oh Mann, dann geht's jetzt wohl in die Schule. So, da bin ich jetzt und... Oh nein, da warten schon wieder alle auf mich. Ich glaube, das wird jetzt genauso laufen wie immer. Aber egal, ich lasse mir einfach nichts anmerken. Hey Leute, ja, ich bin heute ein bisschen später dran, weil, ja, der Bus kam nicht. Hey Loser, na, hast du uns schon vermisst? Ich kann dir ein kleines Geheimnis verraten. Heute wird's genauso weitergehen wie letztes Mal. Oh Mann.